Ist Markus Söder ein Verlierer? Klar ist jedenfalls, seit er Parteichef ist, hat die CSU tatsächlich bei fast jeder Wahl schlecht abgeschnitten. Also für CSU-Verhältnisse. Und langsam aber sicher sagen immer mehr seiner Parteifreunde, dass ihr Chef im Wahlkampf ganz schön viel falsch gemacht hat. Hat sich der Stratege Söder verzockt? Muss er deshalb vielleicht sogar bald gehen? Und ist da überhaupt irgendjemand, der seinen Job will? In der CSU, da grummelt's spätestens seit dieser Landtagswahl gewaltig. Und dieses Grummeln, das richtet sich auch gegen den Chef. Gegen Markus Söder höchstpersönlich. Aber wer könnte ihm überhaupt gefährlich werden? Er hier vielleicht? Manfred Weber, der ist Vizechef der CSU und hat schon mal gestichelt, dass die Einzigartigkeit der CSU als die Volkspartei Bayerns in Gefahr ist. Oder sie? Ilse Aigner, die mächtige Oberbayern-Chefin der CSU, die hatte schon vor der Wahl 40% plus X gefordert und Söder damit durchaus unter Druck gesetzt. Dieses Ziel hat Söder ja dann auch klar verfehlt. Genau 37% nämlich waren es jetzt gerade erst am 8. Oktober. Und das ist nicht so ganz der Anspruch einer Partei, die schon mal in ganz anderen Sphären unterwegs war. Auch wenn Söder immer wieder betont, dass er in absoluten Zahlen immerhin 30.000 Stimmen dazugewonnen hat. Goppel und Strauß jedenfalls in den 1970er, 1980er Jahren zum Beispiel, die haben immer deutlich mehr als 50% für die CSU geholt. Gut, lange her. Aber selbst 2003 noch, da fuhr Edmund Stoiber stolze 60,7% ein. Eine große Pleite, die gab es dann mit dem Duo Beckstein-Huber 2008. Die mussten sogar gehen nach, aufgepasst, 43,4%. Und Söder ist immer noch Parteichef. Obwohl er, seit er ganz oben steht, fast nur für Verluste bei der CSU gesorgt hat. Sowohl bei den Landtagswahlen als auch bei der Bundestagswahl 2021. Nach seiner allerersten Wahl zum Ministerpräsidenten 2018, kurz bevor er Horst Seehofer dann ja auch als Parteichef abgelöst hat, da begründete Söder die schwachen 37,2% so. Ich glaube, wir haben in den letzten Wochen ziemlich hart gekämpft in Bayern. Gegen manchen schweren Rückenwind aus Berlin. Wir haben gekämpft gegen auch internationale Verwerfungen, die es in der Politik gibt. Also Berlin, sprich damals die Große Koalition mit CSU-Beteiligung, war schuld. Und internationale Verwerfungen, die Folgen der sogenannten Flüchtlingskrise also. Und jetzt, 2023, ein ähnliches Ergebnis wie 2018, aber ohne, dass Söders CSU in Berlin Verantwortung trägt und dafür von den Wählern hätte abgestraft werden können. Trotzdem sucht Söder nach externen Ursachen für das schlechteste Ergebnis seit 73 Jahren. Es ging uns nie um einen Schönheitspreis, sondern es ging ja bei diesem Wahlkampf, und das ist das Entscheidende in der Analyse von uns, weniger um Bayern. Es ging weniger um die Bilanz der Landespolitik, denn die ist im nationalen Vergleich doch deutlich überragend. Sondern es ging um Sonderthemen, Sonderfaktoren, Effekte wie die Migration und die Bundespolitik auf der einen Seite und auf der anderen Seite um diese Flugblattaffäre und die Folgen daraus. Klar, die gibt's sicher. Aber wer sagt eigentlich, dass all das Söder sich und seiner Partei nicht auch hätte zu Nutzen machen können? Schließlich ist er weder Teil der Bundesregierung, noch hat er persönlich irgendetwas mit einem antisemitischen Flugblatt zu tun. Und konservative Wähler hätte es ja genug gegeben, nur Söder konnte trotzdem kein gutes Ergebnis einfahren. Viele wollten lieber ihn hier, Hubert Aiwanger und seine Freien Wähler. Oder sind sogar ganz nach rechts gewandert, zur AfD. An der Parteibasis der CSU jedenfalls wächst darüber der Unmut. Der Münchner CSU-Stadtrat Winfried Kaum zum Beispiel schreibt: Ritualisiertes Schönreden des schlechtesten Wahlergebnisses seit über 70 Jahren ist hier völlig unangebracht. Und er sagt dann sogar, dass jetzt die Zeit gekommen sei für einen neuen Parteivorsitzenden. Und das ist nicht der einzige Post von CSUlern in diese Richtung. Aber was könnte Markus Söder denn überhaupt falsch gemacht haben? Dafür muss man sich erstmal die Wahlkampfstrategie von Markus Söder anschauen. Kurz zusammengefasst lautete die: Erstens, der Hauptgegner, das sind die Grünen. Die Grünen sind heute die größten Spielverderber und Stimmungskiller der Nation. Und auch wenn sie es möchten und sich anbiedern, wir machen keinen schwarz-grünen Bayern. Und zweitens, Söder hat sich ganz früh festgelegt auf die Freien Wähler als Koalitionspartner. War das vielleicht ein Fehler? Denn
An wen hat die CSU Stimmen verloren? Genau, an Freie Wähler und die AfD. Ein strategischer Fehler also, die Konkurrenz Mitte-Rechts einfach so laufen zu lassen und die Grünen zum Hauptgegner zu erklären, findet jedenfalls ein früherer CSU-Chef. Wir hätten uns vielleicht in den Bierzelten mehr mit der AfD beschäftigen müssen als mit den Grünen, die eine demokratische Partei sind. Und da sehe ich echt eine Bedrohung der Demokratie in Deutschland. Bei der Wahl ist Söders Strategie also womöglich schon nach hinten losgegangen. Wer eine bürgerliche Regierung wollte, der konnte genauso gut bei den Freien Wählern das Kreuz machen. Und bei den Koalitionsverhandlungen, die gerade jetzt hier im Landtag laufen, da könnte diese Strategie echt auch noch zum Problem werden. Denn Söder hat sich den Freien Wählern auf Gedeih und Verderb ausgeliefert. Sprich, das Druckmittel im Zweifel auf einen anderen Koalitionspartner auszuweichen, das hat er im Wahlkampf letztlich schon verschenkt. Und das dürfte den ein oder anderen CSU-Abgeordneten schon ärgern, wenn dann am Ende für die CSU vielleicht weniger Kabinettsposten zu verteilen sind. Wie wahrscheinlich aber ist es, dass wegen dieser strategischen Fehler tatsächlich jemand die Revolution plant und versucht, Söder von der CSU-Spitze zu verdrängen? Interessant ist da ja gerade, wie sich die innerparteiliche Konkurrenz verhält. Da ist ja zum einen Ilse Aigner, die Landtagspräsidentin. Die gilt nicht als Fan von Söder. Sie hat vor einigen Jahren, als es sozusagen um die Erbfolge von Horst Seehofer ging, den Machtkampf gegen Söder verloren. Und jetzt sagt sie ganz deutlich, Zitat, wir müssen genau und ehrlich analysieren, warum es so gelaufen ist. Wer will, kann da auch mehr hineininterpretieren. Vielleicht ja, dass es eben auch an Söder lag. CSU-Vize Manfred Weber, auch nicht gerade als Söder-Freund bekannt, der wagt sich sogar noch etwas weiter vor. In einem Gastbeitrag bei den Kollegen vom Münchner Merkur, da hat er mal eben schnell skizziert, wie die CSU wieder erfolgreicher sein könnte. Er spricht da von mehr personeller Breite, programmatischer Tiefe und Ideen für morgen, die es bräuchte. Trotzdem, erstmal ist Markus Söder weitergesetzt. Und das liegt vor allem auch daran, dass Söder die Partei komplett auf sich ausgerichtet hat. Da sind genug echte Parteifreunde, Unterstützer. Fast alle der so wichtigen Bezirksverbände sind sozusagen in Söder-Hand. Finanzminister Albert Füracker, der hält die Reihen in der Oberpfalz geschlossen. Klaus Holleczek, der neue Fraktionsvorsitzende, das ist der Södermann in Schwaben. Und mit Christian Bernreiter ist der Niederbayern-Bezirkschef auch einer, der Söder viel zu verdanken hat. Denn Söder war es, der Bernreiter ins Kabinett holte. Und dann wissen natürlich auch selbst Söders innerparteiliche Gegner, dass beinahe alle konservativen Volksparteien in Europa sich gerade schwer tun, Wahlsiege zu erringen. Und Rechtsaußenparteien Zulauf haben. Wie geht's nun also weiter mit Markus Söder als Parteichef? Das hängt vermutlich von der Europawahl nächstes Jahr ab. Das Grummeln könnte dann schon lauter werden und die Spitzen schärfer, wenn die CSU nächstes Jahr bei der Europawahl wieder schwach abschneidet. Denn schon ein Jahr später ist Bundestagswahl. Und da ist es dann nicht ausgeschlossen, dass die CSU an der 5%-Hürde scheitert. Warum und was das mit starken Freien Wählern zu tun hat, das erklären wir euch in dieser Überbayern-Folge. Und was wird dann eigentlich aus Söder werden? Ich frage vor dem Hintergrund, dass es ja Gerüchte gibt, dass Sie das Bundeskanzleramt, nachdem Sie es nicht erreicht haben, jetzt das Bundespräsidentenamt anstreben. Ey, also. Na, das wohl eher nicht. Mich interessiert aber nun eure Meinung. Hat Markus Söder Fehler gemacht im Wahlkampf? Ist er überhaupt noch der Richtige an der Spitze der CSU? Und wenn nicht, wer wär's dann? Schreibt es mir hier unten rein in die Kommentare.